Willkommen zurück bei einer neuen Folge Big Reacts, powered by OHM. Heute schauen wir uns das Grand Final an gegen die extra salzigen. Ja, Extra Salt haben wir bereits am Anfang des Turniers getroffen, haben leider direkt am Anfang gegen sie verloren, sind dadurch ins Lower Bracket gerutscht und haben im Lower Bracket dann jedes Team 2-0 überfahren. Und bei uns ist es so, dass immer wenn wir in einem Finale spielen, vor allem Best-of-5-Final, haben wir vorher gegen den Finalisten verloren. Und ich weiß nicht, ob du es gut findest, aber ich finde es immer geil, weil man hat schon viel Vorbereitung. Man macht noch ein bisschen mehr, man weiß eh, woran es meistens gelegen hat nach den Games und kann es dann fixen. Ich denke, so haben wir auch Games gegen G2 oder Vitality gewonnen. Oh, ja. Was eigentlich genau das gleiche Szenario war. Ja, ich finde es auf jeden Fall ähnlich so. Also wenn man gegen Gegner zweimal spielt, dann sind ein paar Mindgames da, man weiß ja halt ungefähr, wie der Gegner spielt und ist auf jeden Fall leichter, Preparation-wise, alles da zu haben. Und ja, es ist ein Best-of-5, alles kann passieren. Man darf nur nicht zweimal verlieren, weil dann ist man raus mit einer 1-0 Map-Disadvantage, ist man leider schneller raus als der Gegner. Dementsprechend müssen wir mal jetzt gucken, wie das Game jetzt abläuft. Ich weiß auch nicht mehr, was passiert. So. Es geht los. Eco-Runde. Oh mein Gott, wir checken nicht, Hammer. Geil, ja. 3 und 3. Wir throwen keine Runde. Es steht 15-6. Ich hoffe, das 2. Full Eco. 1 und 2. Taps und wieder. Ähnliche Situation wie gegen EG. Oh, wieder. Genau, wenn ich. Boah. Ja, guter Spray, ja, das. Ja, mal guter AK. Da sieht man, die Settings sind on point. Ja. Auch länger nicht gechanged, ne? Nee. Alles gleich. Unterhose gleich. Das ist wichtig. Ja, Consistency zu behalten und zu bekommen ist natürlich sehr wichtig. Ja. Also zum Match, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr knappes Spiel. Wir lagen 15-4 hinten. Wie wir gerade gesehen haben, unter anderem zwei One-and-Two-Clutches bei 15-6, 15-7, um ein Comeback zu starten, braucht man solche Clutches natürlich. Ja, es war ein echt sehr, sehr gutes, interessantes Spiel, auch sehr entertainmentreich. Die T-Seite auf das 2 liegt mir persönlich immer sehr gut. Ich habe sehr viel under control, weiß immer genau, wie der Gegner spielt, weiß genau, was wir können, weiß genau, was unsere Stärken sind. Und dementsprechend ist da ein Comeback immer sehr, sehr likely zu sehen bei uns, würde ich sagen. Und ich bin sehr stolz auf uns, dass wir mentality-wise einfach sehr stabil waren und nicht aufgegeben haben. Und dementsprechend waren, glaube ich, auch die anderen Maps auch umso besser. Hätten wir die erste Map, glaube ich, kassiert, wäre wahrscheinlich das Finale auch ein bisschen anders ausgegangen. Ja. Aber dementsprechend, wie gesagt, bin sehr glücklich über die Performance. Wir sind der Comeback-Clan. Wir machen sehr viele Comebacks immer. Ja. Und darauf müssen wir leider auch bauen, aber es ist okay. Tizian, von der auf D-Train. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass wir Train spielen. Ja, und die Maps bald raus. Gott sei Dank. Ja, wir haben es versucht. Ja, war noch nicht so schlecht. Haben wir ein Game gewonnen? Ja klar, man gegen Habu. Wir sind sehr gut aufgehen. Ach lol. Komm, es war gut gespielt, dass ich jetzt hier diesen Aufweg mache, oder? Ja, das ist gut gespielt, ja. Das ist sehr gut gespielt. Ich wusste, dass wenn er die Bombe pickt, er sich auf jeden Fall viel Zeit lässt. Weil er auch viel Zeit hat, der wird mich nicht direkt facen. Deswegen habe ich einfach einen langen Laufweg genommen. Jetzt muss ich, dass er die Bombe auf jeden Fall hat. Und sehr gut gespielt, clever. Er hat mich im Ivy erwartet, ist auch kein schlechter Read. Aber ich bin einfach zu smart. Ja. Stimmt zu. Dankeschön. Nächste Szene. John 1 und 2. Ist mir nicht, 3 und 2 gerade. 1 und 2. Sehr schnell in 1 und 1. Wall hackt ihn durch die Wand, okay. Hat er geflickt? Warte, ich guck's nochmal kurz. Inspektor. Oh. Ah, Flick. Bug. Mal gucken. Er spielt jetzt aber ziemlich kalt. Er tut so, als würde er es nicht wissen, ne? Ja, aber er weiß ganz genau, wo er ist. Ja, guck mal, jetzt nochmal die Maus. Stark, Runde, John. Ist mir ganz genau. Ich guck manchmal auf dein Bildschirm. Cheat ist leichter halt, ne? Nein, ist ein sehr smarter Spieler im Clutch. Man sieht ihn sehr oft im Clutch und man sieht ganz genau, wie er quasi denkt, auch Step by Step immer, was er vorhat und wie er gewisse Positionen auch ausschaltet und dann halt immer die Grenzen bzw. halt den Gegner in eine in eine Ecke drängt und dann weiß der quasi, wo der Gegner ist. Ja, er schüchtert den einfach ein und es ist auch eigentlich egal, ob der Gegner jetzt gesammelt in einer Ecke steht oder ob sie überall sind, weil er hat die schnellste Sense der Welt und gefühlt die schnellste Sense der Welt und er macht 360 einfach One-Shots im Schuss.
Jetzt mal Overpass. Overpass, gute Map. Ja. Hm. Ich mag Overpass, geile Map. Bisschen tactical auch. Letzte Map. Mein 2-4 hinten als CD. Das ist eine Eco, ist gefährliche Runde gegen uns. Ja, die wird sehr gefährlich. Aber Nils ist da. Ja. Starkes Aiming. Gutes Aiming. Ja. Nur ist gut, dass wir auch mal die Ecos wegfahren. Weil oft ja, sieht es bei uns leider nicht so aus. Ja. Ich glaube, wir sollten die Runden, wir versuchen sie zu safe zu spielen. Und deswegen verlieren wir sie. Vielleicht sollten wir sie einfach wegrushen. Ja. Nee? Ja. Weil ich weiß ganz genau, ob das zwei, wie oft Nate und Flo immer Mitte hoch sind, lower gepusht sind. Ja. Mit, und dann war auf einmal 3 gegen 5. One-Shot, da One-Shot, B-Spieler ja. Allein, du CT-Base, ich allein lang. Ist geil. Ja, und dann. Ja, dann. Das ist wieder eine, jeder für sich so. Eine Situation, die unser Chef dann wieder gerne schaut, ne? Ja. Stark. Genau. Unsere beiden Chefs. So, 5-4. Eco-Runde. Safe gespielt, ne? Und so Anti-Rush. Das haben wir nicht gespielt. Da tue ich aber auch. Sehr viel ist es auch. Ja, viel ist wichtig. Ich habe die Runde gar nicht gesehen. Dann nochmal zurück. Können wir natürlich schon mal schnell zurückspulen. Die geile Technik hier. Zack, nochmal. Guter HE. So, fette HE. Wichtig. 1000 Damage. 1000 HE. Alle Schüsse verschossen, aber ist egal. Blind was. Weil ich wollte auch, dass John ein bisschen Geld bekommt. Guck mal, ich habe 7 Assists schon. Ja, wichtig. Das ist ein Teamspieler. Assists ist das, was anerkannt wird. Ja, yes, genau, ist so echt. Ach, doch, lol, okay. So. So. Overpass A. Geil, wie sehen wir schon ziemlich gut? Wir haben Eco diesmal. Jetzt hat sich das Blatt gewendet. Die sind ein schöner Kill. Die sind ich. Zen und ich. Zweimal das große N. Und zweimal das T. Stark. Guter E, Tizian. Guter E, ne? Der hab ich gesaved. Und 1 und 2. Stark, genau. Stark. Das spielt er leider nicht so gut. Nee? Nee. Nee, aber du spielst im Beste. Mit AWP einfach Base raus. Ja, versuchst halt klar, rein, dass ne? Immer, ja, das ist klar, dass ich doch immer da durch. Ja, ich glaube, er hat drauf gespielt, dass du plantest. Ist auch nicht so schlecht eigentlich. Aber nee, du hast es halt besser gespielt. Also klar, du hättest auch verlieren können, wenn er ein bisschen mehr campt oder so. Ja. Aber es ist eine schwere Situation, glaube ich. Das ist allgemein ein ekelhafter Retake als CT mit der AWP, wenn ich da in dieser Golden Box stehe. Headshot so, ne? Ich kann überall. Ja. So, letzte Szene im 14-14 Finalspiel oh, das extra war salzig krass. Gegen Groß. Ich erinnere mich, das war richtig krass. Er schreit jetzt, John. Ja, flash mir. Geh nach hinten, flash mir. Ja, Mann, das war richtig geil. Oh, da hat er auf Twitter hochgeladen auch, ne? Ja, ja. Das ist auch Twitter würdig. Gut. Flashing. Das war's. Nein! Nein, Junge, geil! Und er steht auf, er brüllt und er schlägt mich fast tot. Er schlägt mich ungelogen fast tot. Erstmal den Zeber abgerissen, erstmal. Und wie er mich. Ich konnte nicht sagen, es hat wehgetan. Er hat mir so in die Hand gehauen, Alter. Ja. Das haben wir auch manchmal, ne? Wenn ich eine geile Szene habe, ja, ich gucke dich so richtig aggressiv an und hol schon richtig hart aus. Da muss ich am besten so ein bisschen weggehen, aber. Ich muss Mann bleiben und. Ah! Ja. Muss auch mal wegstecken. Ja, das Finale war sehr interessant. Geile Szene. Oh shit. War ein sehr interessantes Spiel. Fazit zum Spiel. Exosold deutlich stärker als gedacht. Kam nach Europa ziemlich unerwartet, muss ich sagen. Ich dachte, die werden eigentlich replaced. Wegen natürlich wegen der Pandemie. Es ist halt natürlich ein bisschen schwer zu traveln. Allerdings war cool, dass sie da sind. Ich denke, zum Beispiel Fang hat ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt. Ja. Hat auch MVP bekommen in diesem Turnier. Dementsprechend, ja, ich bin sehr überrascht gewesen von Exosold. Und glücklicherweise ging das Spiel an uns, wie auch gegen EG zum Beispiel, hätte das Spiel auch an die gehen können. Die haben ein gutes Counter-Strike gezeigt, gutes Counter-Strike gespielt. War ein geiles Finale. Aber Exosold spielt wirklich gutes CS, ich feiere das. Ja. Das ist halt ein bisschen schade, wenn Fans einfach nur den Namen sehen und denken, hey, was ist das für ein Team, da muss man immer drüber fahren. Aber es geht sehr schnell, dass ein Team gut werden kann auch. Also. Ja klar, das ist absolut richtig. Also vor allem jetzt zur Zeit ist es wirklich so, dass alle Teams sehr competitive sind. Ja. Die haben viele Coaches hinter sich, Analysten. Sehr gut. Ja, alle machen sehr, sehr viele Fortschritte und deswegen ist es sehr, sehr schwer, das zu maintainen. So, das war das Finale, was wir gerade gesehen haben vom Fansberg Ulti. Das Turnier overall, wie gesagt, ein super Turnier. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zusehen. Servus.